Moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Clash Mini Video und heute zeige ich euch das Deck aller Decks. Das ist das Deck, womit jeder Top-Spieler pusht. Es ist wirklich geisteskrank. Je weiter ihr in den Trophys nach oben grindet, umso öfter werdet ihr dieses Deck finden. Es ist nämlich wirklich ganz oben an der Spitze die absolute Meta. Ich will euch heute zeigen, wie man das Deck spielt, wie es funktioniert und vor allen Dingen, was das Starke daran ist. Bevor wir aber reingehen, der kleine Hinweis, wie immer, wenn euch mein Content gefällt, lasst doch gerne ein Abo da. Momentan ist der Abo-Zuwachs und der Support von euch geisteskrank. Auch die Streams machen momentan mega viel Bock. Gestern war ein bisschen salzig, kommen wir aber gleich noch zu. Wenn euch mein Livestream interessiert, dann schaut doch gerne mal auf Twitch vorbei, iPsychoTV. Wir gehen jetzt rein ins Video, viel Spaß! Bevor wir aber ins Deck starten, eine kurze Erklärung, warum mein Video jetzt erst kommt. Normalerweise nehme ich das ja immer so einen Tag eher auf oder am Morgen oder so. Ich wollte es auch eher aufnehmen, allerdings hat mir das Game gestern einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar war das Matchmaking komplett wirsch. Ich bin gestern ja frisch mit 1200 Trophäen ins Spiel gegangen und dachte so, geil, jetzt wird's lustig, jetzt beginnt der Grind. Jetzt kann ich jeden treffen, der über 1200 Trophäen ist. Fehlanzeige. War nicht so. Keiner weiß warum, aber es gab irgendein Problem mit dem Matchmaking. Jeder hat irgendwie immer nur die gleichen 5 Leute getroffen. Ich habe meine 5 Gegner gehabt. So ein Phoenix zum Beispiel auf Platz 2 der Welt hat seine 5 Gegner gehabt. Wir selber konnten uns nicht facen, obwohl wir gleichzeitig ins Matchmaking gegangen sind. Es hat auf jeden Fall gar keinen Sinn gemacht. Ja, und wenn du nur gegen 5 Leute spielst, den ganzen Abend, ja, da kannst du dir ja vorstellen, wie so die Stimmung ist. Irgendwann liest du den Namen und möchtest am liebsten dein iPad schon aus dem Fenster werfen. Und dann habe ich mir gedacht, lasse ich das Video mal besser sein. Vor allen Dingen wäre es auch kein cooles Video geworden, weil ich habe halt immer die 5 gleichen Gegner mit den 5 gleichen Decks getroffen. So kannst du kein YouTube-Video aufnehmen. Ich meine, in Zukunft wird es auch ein bisschen schwieriger. Das mit dem Matchmaking haben die heute im Hotfix gefixt, was richtig, richtig geil ist. Also jetzt kann ich die komplette, ich weiß nicht, ob es Top 100 ist oder so, auf jeden Fall kann ich komplett alle facen, die über 1200 Trophys sind. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie viele es sind, 50 Leute oder so. Trotz allem wird es natürlich immer schwieriger, gerade oben werden immer die gleichen Decks gespielt, es wird mit Videos schwieriger. Generell Off-Meta zu spielen, ist bei den Trophies schon fast unmöglich. Also so Decks vorstellen und sowas, da muss ich mir wahrscheinlich bei einem echten Zweitaccount zu machen, weil je schwerer es wird, umso krasser musst du schwitzen und umso krasser musst du Meta spielen. Dann mal so ein Shieldman-Deck vorstellen, obwohl die Shieldman momentan einer der schlechtesten Helden ist. Ist das schon eine schwierige Nummer. So viel auf jeden Fall dazu, wollte ich euch kurz erzählen. Wir wollen nicht lange meckern, wir gehen rein ins Deck. Und das Deck sieht wie folgt aus. Es ist ein Royal Champ Deck. Der Royal Champ wird halt heftig oft gespielt momentan. Ich habe noch nicht mal alle Minis auf Max, aber braucht man bei diesem Deck auch nicht. Die Minis sind genau so, wie wir sie brauchen. Der Mega Knight ist das krasseste an dem Deck. Da ist nämlich das Ziel von diesem Deck ist, den Mega Knight hochzukriegen. Außer du spielst jetzt gegen so ein paar Einzelfälle wie beim Monk oder so, da bringt es dir natürlich nichts, weil der Monk den One-Hittet. Aber zum Beispiel, wenn du auch gegen den Royal Champ spielst, Mega Knight hochkriegen, ist das A und O. Dann hast du den Ice Wizard, um den gegnerischen Mega Knight oder den gegnerischen Helden, je nachdem, wenn du gegen den Barbarenkönig spielst zum Beispiel, schön zu freezen und zu verlangsamen und gleichzeitig um deinen Royal Champ hinten zu schützen, vor einem Miner zum Beispiel. Dann hast du selber einen Miner, der mit Dissipate sorgt dann entweder schon mal dafür, dass der Royal Champ die Ulti nicht rausbekommt, wenn du ihn triffst. Oder zumindest dafür, dass der Gegner nicht ganz so viel in die Frontline aufstellen kann, weil er ja wegen deinem Miner die Backline beschützen muss, ob du ihn jetzt spielst oder nicht. Er muss ja immer davon ausgehen, dass du ihn spielst. Dann haben wir Golden Giant. Einfach weil es zwei extrem geile Fähigkeiten hast, spielst du gegen einen Royal Champ zum Beispiel, machst du ihn auf 1 Stern. Dann hast du ja so, dann ist es ja so, dass der Golden Giant sich immer wieder healt, wenn er gestunt wird, zum Beispiel bei der Royal Champ Ulti. Oder du spielst gegen irgendwas anderes, machst du ihn auf 2 Star. Dann ist es eine K.O.-Fähigkeit. Stirbt er, kriegst du nochmal Leben dazu, ist dann wieder geil für deinen Royal Champ. Und zu guter Letzt hast du den Mini-Packer am Start. Der ist dafür da, zum Beispiel für Dissipate oder um den gegnerischen Miner zu verteidigen. Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Viel erklärt. Wir gucken uns das Ganze jetzt in-game an. Vorher aber mal ganz kurz gucken wir auf die Top 1000. Einfach spaßeshalber ins Leaderboard geguckt. Floated gerade 2644 ist erster. Danach Prüwerk, Phoenix und Nico aus meinem Clan 3 und 4. Dann kommen schon Brenn und Music, ebenfalls Deutsche. Wo bin ich? Ich bin gerade Platz 21. Gestern, als ich aufgehört habe, war ich, glaube ich, Platz 18. Das schwankt immer ein bisschen. Bei mir geht der Stream jetzt gleich auch an. Dann werde ich wieder mal 5 Stunden spielen. Dann werde ich wahrscheinlich wieder irgendwo auf der Platz 15, 14, 13 oder sowas sein. Also das schwankt. Die ganz oben sind, die spielen halt auch wirklich momentan 8 Stunden am Tag oder sowas.
Da komme ich momentan nicht hin. Lasst uns mal ein Match suchen, mal gucken, wen wir facen, ob es einen von meinen 5 Gegnern von gestern ist oder endlich mal ein neuer, wir werden es gleich sehen. Es ist der gute Kutz Goon. Der spielt auch noch die alte Meta, sage ich mal, den Skeleton King. Ich habe auch ein Skeleton King Deck, welches sehr gut ist gegen den World Champ. So, wir fangen jetzt einfach mal auf Dully so an. Das Blöde bei dem Mirrorboard ist, es ist eigentlich für den Skeleton King fast ein geschenkter Win. Einfach, weil er als 2 hat, die halt jeweils noch einmal wiederkommen. Da muss man schon auf Risiko gehen. Deswegen habe ich jetzt einfach meinen World Champ vorne gespiegelt. Das war aber definitiv nicht der typische Anfang. So fängt man normalerweise nicht an. Aber man muss immer ein bisschen improvisieren auf der Karte. So, wir brauchen einen Mega Knight. Werden natürlich unseren World Champ wieder mal einmal nach hinten spiegeln. Ich spiegel ihn extra nicht zur Seite. Zur Seite ist immer so ein bisschen auffällig. Golden Giant in die Mitte. Minipacker nach vorne. Er spielt Fischer. Das ist interessant. Ist natürlich mies. Kann man nicht so gut predikten. Aber dadurch, dass wir zumindest den Golden Giant neben unserem Royal Champ hatten, wurde der Golden Giant auch noch mit rüber gekickt. Das war dann positiv für uns. GG, Freunde. Die richtige Aufstellung werde ich euch gleich mal auf einer anderen Karte zeigen. Das Match gucken wir uns jetzt in Ruhe an, aber da kann ich euch eigentlich auch keine hundertprozentige Aufstellung geben, weil ihr halt immer mit diesem Sonderfeld interagieren müsst. So, wir machen jetzt unseren Mega Knight als erstes auf Skyfall, damit er das halbe Feld stunt. Und wir werden uns den Miner noch auf Backstep machen. Definitiv werden wir unseren Mini-Packer neben dem World Champ packen, für den Fall, dass er grabbt. Wir haben Glück gehabt, er hat nichts gegrabbt. Ist dennoch noch keine Win-Garantie. Ich hoffe, wir kriegen die Mega Knight Ult einmal raus. Sieht sehr, sehr gut aus. Ein paar Resets am Start. Sollte unser Ding sein. Er kommt einmal wieder, aber GG, Freunde. Wobei ich sagen muss, das war jetzt aber auch eine mehr als Lucky Round. Er ist ein starker Spieler. Normalerweise spielt er ohne Fischer. Wundert mich. Ich weiß nicht, warum er ihn jetzt reingepackt hat. Ich habe ihn heute Morgen nochmal getroffen. Da war er noch mit einem leicht anderen Deck unterwegs. Aber das soll uns natürlich nicht stören. Wir gehen direkt wieder rein. Und spielen gegen Mick. Und das ist jetzt komplett Mirror Matchup, weil ich weiß, dass Mick das gleiche Deck spielt. So, wir werden versuchen, einfach mit einem Dissipate Miner anzufangen. Das macht man normalerweise nicht unbedingt mit dem Deck. Aber meistens stellt Mick seinen World Champ in die Mitte. Oder auf die Seite, was auch sehr, sehr gut für uns sein kann. Wir gehen nämlich schön mit Dissipate drauf. Das ist sehr, sehr gut. Sein Mega Knight nervt ein bisschen, aber er kriegt auch keine Ulti raus. Ist die Frage. Könnte für ihn, könnte auch für uns sein. Ist, glaube ich, leider für uns. Ist mit seinem Mega Knight jetzt ein bisschen besser gewesen. Das Ding ist, es ist ein Mirror-Matchup. Es ist so ein Coin-Flip, wer gewinnt. 50-50. Genau die gleiche Aufstellung hatte ich vorhin auch schon mal gegen Mick, da habe ich damit gewonnen. Es ist halt immer ein bisschen schwierig. So, wir bringen jetzt auch unseren Mega Knight rein. Außerdem noch unseren Golden Giant, unseren Mini-Packer. Mini-Packer würde ich gerne wieder verkaufen, wenn ich was Vernünftiges dafür bekommen hätte. Habe ich nicht, aber da wir unseren Mega Knight ja eh hochmachen wollen, lassen wir den definitiv im Shop drinne, beziehungsweise in der Box. Da bin ich auch noch der Meinung, dass die Box definitiv ein Rework braucht. Man hat so oft einfach einen Lose, weil man wegen einer Box verliert, die nicht den richtigen Mini gibt. Da muss Supercell sich noch auf Dauer irgendwas überlegen. So, er kriegt ein Reset. Aber zum Glück nur ein und wir haben noch einen Mini-Packer. Mini-Packer, sag ich schon, ein Eiswizard drauf. GG. Ich finde es zum Beispiel geil, wenn man sich unten einen aus der Box an die Seite ziehen könnte, dass man sich den zum Beispiel saved. Dann ist es nicht ganz so random. So, wir packen den Mega Knight auf Skyfall, den Miner mit rein. Er stellt schon Anti-Miner auf, ihr seht es, den Mini-Packer nach hinten. Wir werden unser Mini-Packer jetzt auch nach hinten packen. Ich glaube, dass sein Deck etwas anders ist als meins. Er hat, glaube ich, keinen Miner, sondern einen Bowler. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher. Wir placen jetzt einfach mal so. Er hat einen Bowler, trifft damit den Ice Wizard. Das ist zum Glück nur der Ice Wizard. Der allerdings jetzt auf... Ah. War okay. Er kriegt leider Resets. Damit ist das seine Runde. Es ist fast dasselbe Deck, es ist leicht abgeändert. Er hat halt einen Bowler anstatt einen Miner drin, aber der Miner hat mich schon sehr auf den Hintern gerettet. Wir werden jetzt unseren Mega Knight... Nee, wir werden nicht unseren Mega Knight hochmachen. Eigentlich ist es der Call von dem Deck. Wir werden aber Golden Giant hochmachen, einfach weil er halt mit einem Dissipate Mini-Backer spielt, was wir jetzt auch machen werden. Und ich hoffe, dass er seinen Golden Giant nicht hoch hat. Wir gehen in die Mitte mit dem World Champ. Golden Giant auf erste Fähigkeit. So, sein Mini-Packer geht auf meinen Mega Knight, mein Mega Knight geht auf seinen.
So, mein Mega Knight hat aber ein bisschen länger überlebt. Und durch die Fähigkeit vom Royal Champ, vom Golden Giant, durch die Verbesserung hielt er sich immer wieder hoch. Er hat das gleiche gemacht. Trotz allem unsere Runde. Ihr merkt, es ist so schwer schon mittlerweile das zu erklären, einfach weil ich durchgehend mich konzentrieren muss. Es sind so kranke Runden da oben. Jetzt werden wir unseren Mega Knight auf die letzte Fähigkeit hochmachen. Und im besten Falle ziehen wir den nochmal und machen den dann direkt auf 3 Star. Verkaufen unseren Miner und machen unseren Mega Knight auf 3 Star. Und hoffen. Und hoffen einfach, dass er jetzt mit dem Bowler nichts von uns trifft. Ich hoffe, er lässt seinen Bowler rechts. Ärgerlich, er trifft genau unseren Mega Knight. Zumindest geht unser Dissipate Mini-Packer nicht auf uns. Und wir kriegen unsere Ulti zuerst raus. Allerdings hat seine Ulti auch mega gute Value. Ist aber unser Sieg. Boah, ich bin am Schwitzen, Freunde. Ich bin maximal am Schwitzen. Ihr seht, Mega Knight maximal OP. Ich sag's euch, Freunde, ich sollte öfter ein YouTube-Video aufnehmen. Wenn ich 3 Stunden am Stream bin, kriege ich es irgendwann nicht mehr hin, so krass im Fokus zu sein wie jetzt, ey. Das waren ja 2 Baba-Runden, Alter. 3er Winning-Streak hatte ich tatsächlich schon lange nicht mehr. Es wird aber auch wirklich schwerer, Alter. Ihr glaubt es gar nicht, was für Schwitzer da oben drin sind. Ich meine, ich bin ja selber einer davon. Kommt, alle guten Dinge sind 3, eine Runde testen wir noch. Gucken, ob wir die Streak nochmal toppen. Das Matchmaking dauert übrigens auch sehr, sehr lange da oben, weil halt noch nicht so viele Spieler über 1200 sind. Gegen Vanille weiß ich tatsächlich gar nicht, was er spielt. Ich nehme aber an, dass er dasselbe spielt. Es ist halt das Meta-Deck. So, da werden wir Mini-Pack am Golden Giant anfangen, weil ich so wenig Rewards wie möglich am Anfang usen möchte. Er spielt RC Clash. Interessant, er spielt das andere Royal Champ Deck, was spielbar ist, aber meiner Meinung nach nicht so gut ist wie das, was ich jetzt gerade spiele. Es ist das RC Clash Deck. Heißt so, weil die meisten Minis Clash-Fähigkeiten haben. Wie Prinz, Speargob, Bowler, sowas ist da alles drin. So, wir brauchen einen Mega Knight. Da ist der Kollege, Freunde. Wir werden, weil es ein RC Clash Deck ist, gucken, dass wir immer nur auf zwei Lanes platzieren. Um so viele Clash-Fähigkeiten wie möglich auszuweichen. So, wir haben zwar den Speargob gefressen, aber besser als den Prinzen. So. Mega Knight Ulti kam raus, perfekt. Aber er kriegt leider ein Reset. Ist aber nicht weiter schlimm. Müsste dennoch eventuellerweise seine Runde sein, außer wir kriegen es hin, ihn zu töten vorher. Sehr, sehr schön. So, Mega Knight ist der Call, wir brauchen ihn wieder. Geisteskrank, OP das Ding. Am liebsten hätte ich den direkt auf 2 Star. Ja, perfekt. So, 2 Star Mega Knight. Ich werde einfach auf den Lanes bleiben. Und wichtig ist, dass der Prinz unser Mega Knight nicht trifft. Dann haben wir ein Problem, sonst geht's. Wenn ja, kann das eine enge Kiste werden. Der Prinz ist bei ihm halt die Win-Condition. Sehr schön ist er nicht. Er hat einen Dissipate Mini-Packer, ist ärgerlich. Aber dadurch, dass unser Mega Knight einfach schon 3 Star ist, bringt ihm sogar der Dissipate Mini-Packer nichts, weil wir die Ulti trotzdem rausbekommen. So. Jetzt könnte es der Level-Vorteil sein. Ich bin mir da nicht sicher, wer es jetzt letztendlich macht. GG, Freunde. Mega Knight, geisteskrank. 4er Streak, ich bin selbst überrascht, freut mich. Vanille ist übrigens ein Spieler, den ich bisher noch nicht gefaced habe. Zumindest in den letzten 2 Tagen, seitdem ich über 1200 bin, nicht. Scheint also zu funktionieren mit dem Matchmaking. Die anderen hatte ich schon mal gefaced. Mick war einer, den ich ständig getroffen habe. Finde ich gut, dass ich jetzt mal verschiedene Gegner wieder bekomme. Es war echt ätzend gegen die gleichen 5. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Probiert das Deck auf jeden Fall mal aus. Es ist vielleicht nicht ganz einfach zu spielen. Ihr müsst halt darauf achten, Mega Knight hochzukriegen und je nach Helden richtig zu agieren. Also das werdet ihr aber relativ schnell rauskriegen. Nach 10, 20, 30 Games, irgendwann werdet ihr es im Schlaf können. Es wird halt immer schwieriger, je höher ihr kommt, aber genau das ist auch der Reiz. Wenn ihr Bock habt, mal in meinem Stream vorbeizuschauen, live auf Twitch, ich bin fast täglich da, morgen ist mal ein streamfreier Tag, normalerweise aber täglich, ab 18 Uhr ungefähr, manchmal auch 19 Uhr, iPsychoTV, schaut vorbei. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar und ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video, mal gucken, was morgen für ein Video kommt. Wenn ihr eine Idee habt, lasst gerne auch einen Kommentar darüber da. Haut rein, meine Freunde, bye bye, euer Psyme.